Ich wende mich jetzt zu Herrn Timo Wagner. Herr Timo Mark Wagner hat eine Masterabschlussarbeit gefertigt mit dem Thema Entwicklung eines digitalen Zwillings für ein Netzgebiet der ESTW AG. Im Bereich Netze ist es. Betreuer ist Herr Dr. Gerd Mehlmann, Friedrich-Alexander-Universität. Hier kann ich mit dem Titel etwas mehr anfangen, aber nichtsdestotrotz, Herr Wagner, Sie haben jetzt natürlich die Gelegenheit, uns ein bisschen besser auch über den Inhalt Ihrer Arbeit zu informieren. Ja, sehr gerne. Können Sie mich hören? Ja, gut. Ja, sehr schön. Ja, genau, wie der Titel eigentlich schon sagt, Entwicklung eines digitalen Zwillings für ein Netzgebiet der ESTW AG, geht es eben auch um diesen digitalen Zwilling. Und zwar in Bezug auf das Stromnetz hier. Es gibt natürlich auch andere digitale Zwillinge in der Industrie. Wir beziehen uns hier aber eben auf das Stromnetz. Was ist jetzt genau ein digitaler Zwilling? Eigentlich ist er ein Abbild von dem real existierenden Netz, was wir in einer Modellierungsumgebung eben abbilden. Bei uns ist es der Echtzeitsimulator, ein RTDS von Novacore, der eben beim Lehrstuhl für elektrische Energiesysteme in Nürnberg auch steht. Und im ersten Schritt der Arbeit habe ich eben das Stromnetz von den Erlanger Stadtwerken in diesem RTDS in der Netzentwicklung RSCAD aufgebaut. Das war auch das Schöne an der Arbeit, dass es wirklich ein Netzgebiet von Erlangen war, da hat man auch einen direkteren Bezug dazu. Und im zweiten Schritt der Arbeit ging es dann eben darum, dass man dieses Netzgebiet, was mit einer sehr hohen Messinfrastruktur ausgestattet ist, mit dem Simulator koppelt. Dafür habe ich dann eine Schnittstelle programmiert in der Programmiersprache Python, die es dann eben ermöglicht hat, auf die Messwerte, also auf die Messgeräte und die darin existierenden Messwerte dann eben zuzugreifen, diese mit Python zu verarbeiten, umzurechnen in die jeweiligen Größen, die wir brauchen und diese in den Echtzeitsimulator einzulesen. So haben wir dann also geschafft, eine Kopplung zwischen dem Echtzeitsimulator und der Feldebene mit den Messgeräten eben herzustellen. Jetzt war es dann aufgrund dieser Basis war es dann eben möglich, ein Szenario, einen gewissen Lastfluss, einen Zeitpunkt eben herauszupicken und diesen einzulesen und dann auf Basis von diesem Lastfluss verschiedene Simulationen durchlaufen zu lassen. Das nächste Schritt wäre jetzt sozusagen jetzt für mich, wo ich dann auch noch dran weiterarbeiten kann, weil ich jetzt am Lehrstuhl dann auch nach meiner Masterarbeit angefangen habe zu arbeiten, wäre dann diese Simulation so aufzubauen, dass sie online funktioniert, also dass man die Messdaten direkt immer einlesen kann. Wir haben da immer noch einen zeitlichen Verzug drin, weil das einfach durch die IT-Security nicht möglich war, weil wir nicht hier direkt im Erlanger Stadtwerkenetz sind. Deswegen können wir nicht direkt auf diese Messgeräte zugreifen, sondern eben nur mit einem gewissen Zeitversatz, wo wir die Messdaten eben oft von der Datenbank bereitgestellt bekommen haben. Ja, und im letzten Teil ging es noch ein bisschen darum, eine kleine Verifikation oder Validierung von so einem Power-Hardware-in-the-Loop-Test durchzuführen. Bedeutet, man schließt echte Hardware an den Echtzeitsimulator an und kann dann das Verhalten von dieser Hardware einfach mal testen. Bei uns war es einfach nur, um das zu testen, ob das geht, eine ohmsche induktive Last in drei Phasen. So konnte man dann auch unsymmetrische Betriebszustände untersuchen und testen. Ja, so viel zu meiner Arbeit. Vielen Dank. Herzlichen Dank. Sie beschäftigen sich mit kritischer Infrastruktur, denke ich mal, hat einen großen Nutzen und Sie haben ja auch betont, dass es in der Richtung auch noch weitergeht und einiges zu forschen gibt. Ich wünsche Ihnen dafür viel Erfolg. Auch für Sie ein kurzer Blick auf die Urkunde. Ja, vielen Dank. Und auch Ihnen herzlichen Glückwunsch zum Preisgeld in Höhe von 500. Danke.